Ich mag das Geräusch, wenn die sterben. Uiuiui. Ich glaube, das Rote ist das Letzte. Ich habe das echt schwierige in Erinnerung gehabt, aber... Wahrscheinlich wird es jetzt ekelhaft. Yo, leck mich. Ist ganz gut, dass die Schüsse von den Wänden abfallen. Jo. So, jetzt ist die Frage. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich die Dinger kaputt kriege. Oh mein Gott. Ah, das war's. Sehr gut. Wer haben wir denn? Roxy. Ah, jetzt haben wir das Level auch fertig. Richtiges Mülllevel mit den dummen, behinderten Drecks-Quizfragen da. Mal sehen hier nicht bei Wer mit Millionär. Wäre schön, wenn ich hier Geld verdienen würde. Also mit Zockerei und Fragen beantworten. Gerne. Und nicht, wenn ich mal Spaß mit dem Spiel haben will. So. Da haben wir jetzt erstmal das Level, was ein bisschen beschissener ist. Nämlich hier hinten das. Wie heißt du? Dinominen. Da gibt's einen Könnerpunkt auf jeden Fall. Wir müssen so einen komischen Dino treffen. Ah, so einen speziellen. Denn hier habe ich so lange früher dran gehangen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich hier hinterkomme. Ne? Aber es ist so einfach. Na, für die Kakteen kriegen wir schon mal keinen Könnerpunkt. Weil da kriegen wir nämlich... Münzen. Also nicht Münzen, sondern... Oh. Edelsteine. Und die Unterschiede, also die grünen Dinos, die haben zum Beispiel die Revolver. Die blauen Dinos haben das Dynamit. Ich glaube, mehr Versionen gibt es nicht. Oh, verflixt, Spyro. Ich kam her, um nach meinem Gefangenen zu sehen und musste feststellen, dass er irgendwie entkommen ist. Als ich danach Spuren suchen wollte, kam so ein frecher Dinosaurier und hat mich hier eingeschlossen. Jetzt toben die da draußen rum, machen nichts als Ärger und ich kann nichts dagegen tun. Vor allem passt du auch hier überhaupt nicht durch die Gitterstäbe durch. Okay, da wieder... Ist der Dino mit Spacko? Ja, die hier sind nicht so schlimm, die Dynamit-Spacken, die anderen schon eher. Ach, hier noch einer. So, erstmal wieder zurück, Marsch, Marsch. Ich hab schon wieder ein Leben, ey.
Wir zugeschissen mit den Dingern. So, da hätten wir hier noch einen Kaktus. Cacti. Da war noch was zum Kaputtmachen, habe ich gesehen. Ganz schön versteckt hier. Oh, schön vorbei. Und ich habe irgendwie Edelsteine drin. So, da war es dann hier. Da vorne ist schon wieder so ein Tippi. Oh. Okay, da gibt's noch so einen. Die sind eh so schlimm. Ziemlich berechenbar. Was haben wir hier? Bestimmt ein Leben? Ja, natürlich. Hallo sonst. Okay, die kriegt man nicht kaputt. Konnte ja sein. Aber ich höre Dinos. Ah, erstmal das hier kaputt. Ah, zwei. Kannst du mich kaputt machen? Okay. Ah, jetzt müssen wir gleich tauchen, genau. Also ganz lange, also so ganz bisschen kann ich mich hier an den Weg erinnern von dem Level. Okay, hier waren, glaube ich, Minen schon drunter. Okay. Die machen uns auch kaputt, die Seepferdchen. Ich denke mal, die ganze Edelsteine müssen eigentlich hier unten am Boden sein. Da habe ich ein Loch in der Wand gesehen, beziehungsweise eine brüchige Wand. Da kann man rein. Aber erstmal hier vorne alles einsammeln. Ein Ei. Romey. Oder so. Ein Schnuller im Mund. Hier haben wir alles. Dann wieder ab nach unten. Kisten möchte ich ungern zu nahe kommen, weil ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass die instant tot machen. Nein, tun sie nicht. Das ist gut. Ich hoffe mal, dass ich hier unten alles habe. Ich höre schon wieder ein Dino. Okay, hier ist nichts mehr. Ah. Oh. Achso, ich vergesse es immer, dass man den weg. Ach, super. Tot! Tot, 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 tot. Aber hier vorne war ja, yo, super Spawnpunkt. Echt einwandfrei, muss ich zugeben. Okay. Erstmal hier unten lang, weil... Das war Glück, dass ich da nicht getroffen wurde. Aber hier lang, weil hier ist Dead End. Dead End. Dead End. Dead End. Dead End. Dead End. So. Dann haben wir hier das riesige Fass. Ich glaube, das machen wir zuerst. Weil das ist besser als das andere Level. Falls wir da überhaupt. Wenn wir da überhaupt.
Kisten. Ah, schön platziert, so. Also die... Nicht zu fassen! So entkommen also dauernd meine Gefangenen. Hier, nimm dieses Dinosaurier-Ei, bevor es ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. Das wird wohl der Schwächling aus der Brut sein. Kiki. Genau, die Vase war gut platziert. Da wusste man nämlich, ach, da muss ich gegenrennen. Da brat mir doch einen Storch. Das ist der süßeste Dinosaurier, den ich je gesehen habe. Ah, okay, da kommt man hoch. Na. Hier sind noch ein paar Edelsteine. Okay, hier gibt es auch keine Edelsteine mehr. Das ist sehr schön. Ach stimmt, beim Agent 9 gab es noch welche. Einer der Dinosaurier hat ein Ei in diesen überfluteten Minenschacht geworfen. Ich würde es für dich holen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Okay, ab geht's. Was so schnell. Nun. Wenigstens muss ich nicht mit dem Typen quatschen, ey. Ah. Meine Güte, ey. Ich muss sie kaputt machen. Jetzt hängt mir auch noch Nisa in der Nase. Der will aber auch nicht kommen. Aber Leben verlieren wir heute, glaube ich, keine. Habe ich ihn schon wieder nicht getroffen. Das kann auch nicht euer Ernst sein. Aber wie gesagt, zum Glück verlieren wir hier keine Leben. Ah, schon wieder vorbei. Ich bleib die ganze Zeit mit deinem Kackanker an meinem Headset. Nee, Kopfhörer hängen. Super. Ich möchte das nicht machen. Das ist scheiße. Aber warum ist er denn weg jetzt? Ach, schon wieder dagegen. Oh Mann, das ist so ein Dreckslevel, Alter. Eigentlich ist der ganze Mitternachtsberg, oder wie der heißt, ist eigentlich totaler Müll. Da, vorbei. Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht, ne?